Hallo, hier Darkseil mit Fibrillation HD, der fünften Folge. Bildtechnisch sieht es noch gut aus. Jetzt hat auch so ein bisschen die Sonne gedreht. Ich hoffe, es wird keine Probleme geben. Okay. Ach, ich wollte... Oh, da mache ich das jetzt schnell durchlauf. Eigentlich wollte ich das ja offline machen. Aber wir machen das jetzt einfach mal jetzt schnell. Wir kennen das ja eigentlich alles. Und müssen ja nur gucken, wo es überall so hingeht. Den Speicherpunkt werde ich, denke ich, nicht nochmal machen müssen. Ich weiß ja, wo es hingeht. Und daher muss ich da jetzt, denke ich, nicht... Ach. Stimmt, der speichert ja die Stelle, wo... Hallo! Lass mich doch mal vorbei. Ich muss also einfach nur wieder zu den Rohren kommen. Dann hat er schon kein Interesse mehr. Bye bye! Die Viecher sind ja leicht auszutricksen. Okay, dann machen wir jetzt mal die Cam aus. Licht aus. Und dahin geht es dann auch sowieso nirgendwo. Also, ich glaube nicht, dass da irgendwie was Wichtiges ist. Außer dem Speicherpunkt. Also gehe ich hier einfach mal runter. Ich weiß ja nicht, ob das irgendwie einen Sinn ergibt. Ich hoffe es sehr. Ich gucke einfach mal. Okay, komm on. Ist es sinnvoll, hier runter zu gehen? Geh mal hier runter, weil ich... Kann man hier auch ducken? Ah ja, das hatte ich ja schon mal die Frage mir gestellt. I don't know. Ich hoffe einfach das Beste. Oh, okay. Okay, Moment. Ich werde mal ein bisschen vorlinsen. Da habe ich das Gefühl, bringt mir das nicht viel. Hier scheint es aber ein bisschen zu tief zu sein. Ich glaube, mit einem Sprung komme ich von dort aus eher darüber und hier würde ich wahrscheinlich nur verrecken. Okay, versuchen wir es. Von hier aus. Okay. Und ist das etwa... Nee, das ist nicht so ein blaues atmosphärisches Ding, glaube ich. Das da. Jetzt glaube ich nur einfach nur so ein Licht. Oh, super, super, super. Sehr schön. So will ich das. Eng. Und dann noch hier. Puh. So will ich das haben. Das ist ja wundervoll. Voll Wunder. Ja. Da gehen wir auch noch hin. Ich hoffe, das ist unser maximales Ziel. Aber bisher waren ja immer mindestens zwei oder vier. Ich hoffe, ich habe keinen Würfel verpasst. Hier kommt man nicht irgendwie hinein. Okay. Dann machen wir einfach... So, und ich guck nur mal aus Neugierde. Hier scheint jetzt weiter zu sein. Okay, dann rennen wir mal hier hin. Drei. So, ich hoffe, es gibt wirklich jetzt keinen weiteren Würfel. Das wäre... Scheiße. Ich muss direkt auszudrücken. Hinten scheint es auch nicht weiter zu gehen. Ich laufe hier einfach mal entlang. Irgendwie erinnert mich das gerade an jeder Kelle. Ich weiß auch nicht, wieso. Hier sind einfach nur drei. Oder ist einfach eine standardmäßige Tür? Ich guck nur einfach nur mal kurz, ob hier und die... Nein, nein, okay. Gut. Dann. Aber wir hätten auch einfach hier runter können. Ah, das ist doch super.
Erstmal folgen wir den Lichtern. Ob das sinnvoll ist, werden wir gleich herausfinden. Tatsächlicherweise erwarte ich schon fast, dass sie irgendwann sich einen Spaß draus erlauben und dass ich dann als Falle. Fick dich! Sorry, die Ausdrucksweise. Das war ein verdammter hässlicher Schädel. Und da will ich nicht nochmal hin. Okay. Wo muss ich denn hin? Noch ein Schädel! Noch ein Schädel! Wo soll ich? Wo? Was? Nein? Leute, ich glaube, ich habe ein Problem. Ja, da kann ich nichts machen. Stylisch sieht es ja irgendwie aus, aber was soll ich jetzt machen? Ich werde auf sie aufpassen. Ha! Hier ist nichts weiter, okay. Ah, Spiel. Böse, böse. Okay. Was? Okay, ich will das haben. Ups. Ja. Ich weiß nicht, was er kommt. Mach was. Oh, so viel ist es gar nicht mehr. Ja, Gott. Ja, ich dachte gerade, es wären doch mehr, aber es sind nur diese 19. Was? Das. Nee, das kann man irgendwie anscheinend schon. Wer weiß, vielleicht ist das ein Nachwort oder so. Let's go. Okay. Okay, wir sollten gucken, dass wir nicht an ihn geraten, dass wir dorthin kommen und natürlich dieses Ding da, das will ich unbedingt. So, gibt's hier... Ich muss ja mal kurz Licht anmachen. Hier geht's nicht weiter. Okay, okay, okay. Dann gehen wir hier erstmal weiter. Ich nehme natürlich so viel mit, wie es geht. Auf der anderen Seite, bei solchen Wegen weiß ich dann nie, was ich machen soll. Erstmal nehme ich einen Würfel. Und was mich natürlich auch sehr interessiert. Ist das da? Da will ich also erstmal hin. Nein. Okay, ich muss da runter. Ich brauche nichts, sonst wird das überhaupt nichts. Das da ist unser Ziel, so wie es scheint.
Super. Sehr schön. So wollte ich das doch haben. Oh, sowas, die. Also, ihr merkt, jetzt bin ich schon wieder ein bisschen ruhiger gewesen. Aber das finde ich wieder sowas von faszinierend. Sowas mag ich. Das hat irgendwie was, wenn sich so Wege erst so aufbauen. Erinnert mich auch irgendwie ein bisschen an Metro. Den allerersten Teil, Metro 2033, da war das auch gewesen. Okay, jetzt irgendwie nur zurück. Finde ich jetzt nicht so toll. Ich will nicht zurück. Ja. Nee, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Ich glaube, das bringt mich weiter. Okay, wo bin ich jetzt hier? Ah, ganz in der Nähe von dem. Ja, das braucht noch zwei. Super, super. Ich habe all das, was ich hier holen wollte. Das ist gut. Vielleicht. Ah. Ihr erinnert euch bestimmt noch an der Stelle, wo ich diesen Code gefunden habe. Den habe ich bestimmt jetzt schon verpasst. Finde ich natürlich jetzt auch irgendwo schade. Auf der anderen Seite habe ich auch schon mal gesagt, ich will jetzt hier keinen 100% Run machen. Auf keinen Fall. Mir geht es hier nur um die Atmosphäre und das einmal wirklich durchgespielt zu haben. Das Einzige, was ich sagen muss, ich bin ja hier eigentlich so eher so auf die auf den Gruselfaktor aus. So, wenn sie sich. Und dann, ja, das ist mir bewusst. Ja, die Gruselatmosphäre kommt bei mir nicht so sehr an. Jetzt nicht nur deswegen, weil bei mir hell ist, also. Gut, so hell ist gar nicht mehr. Aber. Mir fehlt es noch so ein bisschen. Achso, das war jetzt einfach nur der Würfel. Gut, ich guck trotzdem mal, was da ist. Das interessiert mich tatsächlich. Ja, okay. Das ist jetzt so erstmal nichts. Oh, okay. Ich muss jetzt ein bisschen vorsichtig sein. Das ist noch so ein Ding. Lohnt sich das denn? Okay. Gut, ich wollte nur wissen, ob sich das auf irgendeine Art und Weise lohnt. Vielleicht aber schon. Ich guck mal. Also so viel ist das nicht mehr. Ich ziehe das heute durch, auf jeden Fall. Auch wenn es ein bisschen länger dauert. Okay. Gut, ich guck nur nochmal. Das für. Ja, komm, den Hinweis kennen wir ja schon. Okay. Wisst ihr was? Ich sprinte mal kurz. Ich will einfach nur wissen, ob sich das hier auf irgendeine Art und Weise lohnt. Nee. Okay, komm. Gut. Sehr schön. So. Okay, dann rennen wir mal erstmal so ein bisschen. Okay, was haben wir hier? Hier haben wir zwei. Oh Gott. Oh Gott. Das wird ja eine spannende Sache. Aber ich glaube, ich gehe erstmal zurück. Das da mache ich definitiv dann noch.
Ich will erst mal gucken, was hier dann ist. Aber dies erst in der nächsten Folge. Ja, oh Gott, jetzt wird es auch langsam schon so, dass man das gar nicht mehr richtig einschätzen kann. So, dies war es erstmal von der 5. Folge von Fribulation HD. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Euer Dark Saber. Bis dann.